Frenkel frottelt. Heute. Let's Play U-Bahn Simulator. Ausstieg rechts. So. Immer noch zu kurz. Aber lieber zu kurz als zu weit, gell? Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, dann gucken wir wieder auf die Abfahrt. Die ist in Ordnung. Zurückbleiben bitte. Mann, ey, ich fühle mich wie ein U-Bahn-Fahrer, ein richtiger. So, dann sagen wir natürlich wie immer die nächste Station an. Achtung! Nieringdamm. Und weil's. Zur U6. Ja, und weil's so schön ist, nochmal meine Lieblingstaste, meine Lieblingsdurchsage. Melde keine besonderen Vorkommnisse. Haben verstanden, rein für Ihren Fahrplan ein. Durchsage Enter. Immer wieder lustig, immer wieder aufbauend, immer wieder geil. So. Ausstieg links. Boah, und wieder zu kurz. Ach, drauf geschissen, oder? Da ist wieder eine Menge los hier. Zurückbleiben bitte. So, 7.43 Uhr. Ist Abfahrt, komm. Ja, also wenn das hier alles ist, dann ist es irgendwie nicht so langzeitmotivierend, würde ich mal sagen. Kann ich vielleicht neue Züge freischalten? Möckernbrücke. Ja. Übergang zur U1. Das ist jetzt die entscheidende letzte Station und da wird sich zeigen, ob ich meinen Auftrag erfüllt habe, hoffe ich, oder ob ich einfach abbreche, weil ich keinen Bock mehr habe auf die Scheiße. Und hier darf ich nicht zu spät stoppen. Das wäre ungesund. Ausstieg links. Jetzt halt an, du Affenkopf. Ja, komm, bleib stehen. Da ist die scheiß Ampel. Ja, perfekt. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich es geschafft, ne? Jetzt kriege ich einen Preis. Jetzt kriege ich einen Preis, oder? Oder? Sag mal, soll ich jetzt nochmal zurückfahren, oder was? Die ganze Strecke nochmal, oder wie? Ey, Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich mal echt am Arsch lecken. Ne, Freunde, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nee, das ist mir zu langweilig. Ich werde jetzt mal die nächste Aufgabe starten. Mal gucken, was wir da noch haben. Ne? So, dann gucken wir mal. Fahrt starten. Nein, fortsetzen möchte ich nicht. Ich möchte eine neue Aufgabe. Und zwar Notarzteinsatz. An einem ganz normalen Arbeitstag wie diesem kann viel passieren. Was tun, wenn sich ganz plötzlich ein Zwischenfall ereignet? Ganz wichtig, einen kühlen Kopf bewahren. Per Funk Leitstelle unterrichten, Taste V. Ha, das ist meine Lieblingstaste. Ihr wisst schon, diese Ostblock-Sprachausgabe. Die gefällt mir. Hilfe anfordern, Anweisung befolgen. So. Nach Erledigung Meldung erstatten. Wieder Taste V. Mann, ich darf meine Lieblingstaste zweimal drücken. Fahrplan aufholen, um nicht den gesamten nachkommenden Verkehr lahmzulegen. Okay, dann machen wir das doch mal. Mal schauen, was da auf mich zukommt. So, ich bin mitten in der Pampa. Was muss ich jetzt machen? Jetzt einfach schon mal funken oder was? Hilfe, Hilfe, SOS. Moment. Melde keine besonderen Vorkommnisse. Haben verstanden. Halten Sie Ihren Fahrplan ein. Durchsage Ende. Ja, wie? Dann ist ja gar nichts passiert. Na toll. Verstehe ich nicht. Soll ich jetzt dann einfach losfahren, oder was? Ach, Mann, werfen wir einfach mal unser Gerät erstmal an hier.
die üblichen Tastendrückereien hier. So, dann was muss ich jetzt da eingeben zum Beispiel? Moment, Time. Start R. Station Kehr. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen hier. Wenn ich nicht irgendwie fahre ich halt mal einfach Rathaus Spandau, ne? Drauf gepfiffen, was die genau von mir wollen. So. Soweit haben wir alles. Der Druck ist auch da. Habe ich irgendwie Türen offen oder sowas? Nö. Ja dann, komm. Dann auch gleich vielleicht noch die nächste Station ansagen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Also, keine Ahnung. Udo. Toll. Und hier steht Ziel Rathaus Spandau und ich bin jetzt auf dem Weg nach Udo. Sollen wir einmal mal erklären, was das für eine Scheiße soll hier. Ausstieg links. So, ich habe aber jetzt immer noch keinen Notfall oder sowas, ne? Also... Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Gut, es steigen zumindest Leute ein. Ja, dann fahren wir halt einfach ein bisschen blöd vor uns her. Wird schon irgendwas passieren dann. Vielleicht. So, alle eingestiegen? Ja. Zurückbleiben bitte. Oh, da kommt ein Zug entgegen. Ich werde wahnsinnig, das muss ich ausnutzen. Sorry Leute, das muss jetzt... Ah, shit. Moment. Was muss ich machen? Ich muss die Tür aufmachen, Tür auf! Da ist ein zweiter Zug. Ich habe noch nie einen zweiten Zug gesehen. Ach, kack, nee, das ist der Zug, den ich jetzt fahren muss wahrscheinlich. Ich muss ja Richtung Rathaus Spandau fahren. Ach Mann, schade. Ich dachte, ich könnte mich jetzt da vorne hinwerfen auf die Gleise und könnte mal einen kleinen Suizid... Nee, da hockt einer. Zeig's mir, Baby. Ja, ich habe den Zug entdeckt. Entspann dich, Harald. Es tut nicht weh. Komm. Huch. Der Fahrer ist weggebeamt. Oh, jetzt ist er wieder da. Ah! Huch. Also, Freunde der Nacht. Das ist ja wohl mal ein bisschen billig hier. Jetzt bin ich auch noch ein Hologramm hier. Ghost Whisperer oder was? Das ist ja mal schwach, ey. Schwach. Also, ich habe das Spiel entlarvt. Es ist gar keine Simulation. Es ist nämlich nicht realistisch. Mann, ey. So, jetzt brauche ich aber hier eigentlich... blöd. Jetzt halte ich das mit der Fahrzeit wahrscheinlich nicht mehr ein. Dann mache ich mal noch einen Neustart, ja? Okay. Spiel laden? Nein. Beenden. Ja? Fahrt starten. Aufgabe starten und dann nochmal Notarzteinsatz. Gut. Jetzt sind wir wieder in der älteren Mühle drin. Naja. Nee, die Tür brauche ich jetzt nicht. Ich stehe ja irgendwo mitten in der Pampa. Völliger Schwachsinn. Also, wir machen erstmal wieder die ganzen Beleuchtungsdinger an hier. Jawoll. Dann machen wir hier ein bisschen... Geschwindigkeit, Voreinstellung, die ist ja schon, oder? Nee, so. Den Bremsschalter lösen. Wie ging das nochmal? Moment, ich muss erst wahrscheinlich nochmal... So, wir fahren. Genau. Alter, ich hab's vergessen. Ich Idiot. Udo. Shit. Ich muss doch noch den Mist einstellen. Schaffe ich das jetzt noch schnell? Ja. So, und hier müssen wir jetzt dann auch schon wieder anhalten. Richtig? Richtig. Und ich weiß nicht, was jetzt passiert. Aber ich halte einfach mal an. Warum der jetzt so lahmarschig fährt? Achso, weil ich nur 15 eingestellt habe. Na toll. So, jetzt halten wir hier mal ganz gepflegt an.
öffnen die Türe und lassen die Leute rein. So. Ziel ist Rathaus Spandau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zurückbleiben bitte. Türen schließen. Was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier einfach geradeaus weiter rase? Ja, Abfahrt. Oh, Abfahrt ist erst um 7.21 Uhr. Da müssen wir noch warten. Das ist ja blöd. So, also das hier ist ja eigentlich... Rudow ist ja eigentlich Endstation. Auch hier kann ich wieder nicht raus, ne? Einfach zugebaut. Schön. Na toll. Was steht hier? Der Monitor ist tot. Ja. Blöde Geschichte. Na gut. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein hier. Bin zu fett. So. Uhrzeit 18 immer noch. Also ich fahre jetzt hier weiter, aber es ist ja eigentlich hier Rudow die Endstation. Und trotzdem sind noch welche eingestiegen. Fahr einfach weiter. Werden wir sehen, was passiert. Ich weiß doch auch nichts. Ich mach doch einfach nur. Oh Mann, ey, das dauert ewig. Na komm, fahr mal langsam los. Drauf gepfiffen, sind noch alle eingestiegen. Da kommt wieder der andere Zug. Das wäre es jetzt trotzdem wert. Ich muss nochmal gucken, ob ich da das Cockpit betreten kann, dem auf die Fresse hauen und quasi seinen Arbeitsplatz an mich reißen. Ganz schön weit. So, kann ich da jetzt rein? Ich kann nicht mal einsteigen. Bleiben bitte. Ach, Mann. Ah, und jetzt? Oh Gott. Shit, ich bin stecken geblieben. Ich stecke. Jetzt mal ohne Mist. Irgendjemand hat mir die Beine abgehackt. So muss ich Peter Maffay fühlen, wenn er in der U-Bahn-Station steht. Irgendwie so klein, bis zur Gürtelschnalle reichend einem normalen Mitteleuropäer. Und ich muss jetzt wieder neu starten, weil ich jetzt hier nicht laufen kann mehr. Kann ich springen? Ah! Ich habe mich gerettet durch einen Sprung! Ich liebe Simulatoren, die haben immer so lustige Effekte teilweise. Patsch auf den Arsch. So, jetzt, ja, jetzt ist ja auch gleich 21, dann muss ich ja dann mal losfahren, gell? Ach, Mist. Da kann ich nicht durchgehen. Warum kann ich hier nicht normal einsteigen, wie jeder andere Fahrer auch? Das ist doch ein Schmarrn. Komm, lass mich rein. So. Ja, jetzt ist Abfahrtszeit. Zurückbleiben, bitte. Mist, ich habe keinen Druck, weil ich die Tür offen hatte wahrscheinlich. Nee, Moment. So. Ja, so langsam verstehe ich das Prinzip wirklich mit dem Kack, was man da alles anschalten muss und drehen und Zeug und Gewerch. So, jetzt los! Ja, also, wie gesagt, ich glaube ja eigentlich... Was schleicht denn der jetzt wieder so? Also Leute, da ist doch was faul. Pleiten, Pech und Pannen hier. Ich kann nicht weiterfahren hier. Warum? Jetzt aber doch nochmal Neustart. Ich kotz. Nee, nicht laden. Beenden. Ja, beenden. So. Tut mir leid. Das Spiel mag mich nicht. Aufgabe starten. Notarzteinsatz.